Leute, willkommen bei Tupac VR. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir zocken heute zusammen VR Shooter Guns. Das ist vom Entwickler Sakiria. Hier steht es auch gerade nur im Spiegelschrift. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Der Entwickler ist der Benedikt Engelhardt. Der steht ja hier oben auch. Und ja, ein deutscher Entwickler. Und der wird demnächst auch mal beim VR-Pack bei einer Live-Sendung dabei sein. Dort können aller mögliche Fragen gestellt werden, was alles so mit einer Spielentwicklung zu tun hat. Da bin ich echt gespannt drauf und freue mich da auch drauf. Aber erstmal danke, dass ich hier das Spiel testen darf. Ist ein relativ rasanter Sci-Fi-Shooter und also mir macht Spaß. Und das gibt es momentan für 4,95 € im Steam-Shop. Und ich finde, das ist ein richtig guter Preis für so ein Game. Und ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Also Spiel starten. Ja, ich musste hier schon meinen Namen eingeben, das habe ich eben gemacht. Man kann Teleport und Locomotion, ich benutze hier Locomotion. Snap Turn habe ich jetzt nicht gefunden. Ist aber auch nicht schlimm, weil ich kann mich auch so im Raum drehen. Natürlich ist Snap Turn so, ja, optional immer ganz gut, aber okay. Ich komme jetzt hiermit klar, das Spiel hat mir Spaß gemacht. Ich habe eben mal eine Runde gespielt. Wo bin ich? Hier, Tupac VR, 333.250 Punkte gemacht. Ich weiß nicht, ob ich gut war oder nicht, aber das werdet ihr gleich sehen, ob ich gut bin oder schlecht. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich würde sagen, legen wir los und viel Spaß. Okay. Supervisor, OpMyS, a company that manufactures everything in space, wishes you another great workday. Ja, ein großartiger Tag. Convoy Bravo Charlie with destination Proxima 7. Cargo, Household Robots, departure on Subspace Gate 3. Das sieht auf jeden Fall cool aus. Also da werden Haushaltsroboter irgendwie geliefert. Destination Starbase Delta. Cargo, Shooter Robots, Guns and Military Equipment. Okay, Kampfroboter. Solar Activity reaching extreme levels. Danger. Initiate protocol X square. Okay, da geht irgendwas ab. Danger. Danger. Okay. Da fällt was runter und ja, und da kommen schon die Militärroboter. Wir machen mal die Miege. Ja, das war quasi das Intro. Waffen haben wir jetzt. Laser Sight. Also man kriegt immer Upgrades für die Waffen. Doppelschuss. Man kriegt auch Granaten. Hier haben wir einen Doppelschuss jetzt, glaube ich. Ne, wir können jetzt schneller schießen mit den Pistolen. Damit machen wir mehr Schaden, glaube ich, hier. Und man muss echt hier immer in Bewegung bleiben. Wow. Wie ihr seht, geht schon eine Menge ab da. Hab ich jetzt gar nicht mitgekriegt, was wir hier aufgesammelt haben. Wir müssen mal hier rein, weil an der Tür ist immer ein bisschen blöd. Immer schön auf den Kopf. Oh, kommen wir irgendwie mehr vor als beim ersten Mal hier. Ja. Down bist du. Da haben wir schon eine Granate. Jetzt haben wir zwei Granaten, die können wir hier so auswählen. Werden wir gleich mal probieren. Also hier kann man sich einen Checkpoint holen, glaube ich. Ja. Checkpoint war's. Also ich finde es echt genial. Ist ein Spiel, wo man einfach mal reingeht, abschaltet und einfach nur rumballert. Ist das beste Beispiel, dass ein Indie-Game richtig gut funktionieren kann und auch Spaß macht. Die Gegner fallen sich echt cool, die hauen ab, die gehen in Deckung.
Okay, den dafür dürfen wir nicht rankommen. Nein, ich. Jetzt reiner. So. War hier irgendwelche Upgrades noch? Nein. Okay, weiter geht's. Na komm. Jetzt haben wir wieder eine Granate gekriegt. Können wir gleich mal ausprobieren. Schweigst du? Ah. So, wie viel waren da? Ah, lohnt sich noch nicht für eine Granate. Schnell einen Checkpoint holen. Laser Sight ist immer ganz gut. Mal gucken, was bringt das hier? Ah, hab nicht viele getroffen, nur einen. Alter! So, da oben ist jetzt ein Geschütz, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Lass mich doch mal in Ruhe jetzt. Nein. So, da müssen wir als erstes mal das Geschütz wegballern. So. Was geht hier noch? Nein. So, ich will meine Waffe wieder. Full health restored. Ah, das nervt jetzt ein bisschen. Na komm. Das Problem hatte ich eben nicht. Das ist der Vorführeffekt. Was natürlich noch cool wäre, ist, wenn man hier verschiedene Waffen noch finden würde. Schrotflinten oder Maschinengewehre. Den holen wir uns auf jeden Fall hier. Ah, Laser Sight. Also ich finde, man merkt erheblich, wenn man Headshots macht. So, da ist noch Gesundheit. Ganz gut, wir wollen ja nicht sterben. War hier noch was? Nein. Komm, versteck dich nicht. So, jetzt knallen wir mal hier was raus. Komm. Okay. Was ist jetzt passiert? Ich hab die doch reingeworfen. Okay, hat nicht funktioniert, müssen wir gleich nochmal probieren. Vielleicht kommen wir jetzt nochmal dazu. Oh ja, definitiv. Ja, da hat ein bisschen mehr weggeräumt. Oh, da explodiert was? Okay, die Stufe haben wir erstmal. Jetzt kriegt man hier so eine kleine Highscore. Also im Spiel dreht sich alles um Highscore. Highscore. Underdog Breach.
please proceed to secondary evacuation decks. Follow evacuation noch keine Gegner? Arrows. Go to rescue pods. Solo shards increase your score multiplier by 10%. Okay, machen wir hier hin. Seht ihr, wie geil die Atmung ist? Finde ich echt cool. Bleiben Sie einfach stehen. So. Ist Granatenzeit. Und jetzt, jetzt? Jawoll. Oh, da kommt ein Raumschiff. Okay. Mit dem Geschütz, dann müssen wir jetzt auch erstmal ausschalten. Mal gucken, dass immer der Strich nicht auf uns zeigt. Na komm. Double Herald. Da kommt wieder was. Checkpoint activated. Nein. Ich will meine Waffen. Raketenwerfer wäre nicht schlecht, ja. Ist auch schneller da. Wow. Da kommt aber überraschend, Junge. Komm, komm, komm. Weiter geht's. Oh. Haben wir noch eine Granate? Jawohl. Ah, sind alle weggelaufen, oder? Mist. War unsere letzte Granate. Schauen wir mal direkt hier. Gesundheit. Oh, jetzt haben wir da Geschütztürme und die Gegner noch. Wir müssen uns mal ein bisschen so um die Gegner erstmal kümmern. So, wo kümmern wir uns zuerst um? Aber wer kann uns sagen? Nein, wir müssen die Position wechseln. Wie sieht es hier aus? Okay, hier sieht es glaube ich ganz gut aus. Oder? Ja. Jetzt erstmal den hier lenken. Ich glaube, der kann uns nicht so viel anhaben, ne? So, okay. Ich wickle mir gerade hier einen Wolf. So, erstmal den jetzt wegmachen. Okay. Wo ist der nächste Gast hier? Jetzt hier noch.
So, endlich ist die Tür auf da hinten. So. Was haben wir denn? High score. Troop destroyed. Turgolith stop. Calculating walking direction. Power evacuation arrows. Placing SP pods. Oh. Oh, jetzt wird's knapp. Solar shards increase your spell multiplier by 10%. Komm. Ich brauche echt. Ich brauche, glaube ich, Energie, oder? Ah, da haben wir ein Upgrade. Grenade ist gut. Oh, da sind Geschütztürme an der Decke. Ja, die haben auch gerade reingeballert. Schade, dass die von der Explosion jetzt nicht auch noch kaputt gegangen sind. Komm, den machen wir jetzt mal weg hier. Das mit dem Granatenwechsel ist mir eben kein Mal passiert. Oh, da ist noch ein Stand. Standgeschütz. Da kümmern wir uns mal drum. Weg, Junge! Wow. So. Komm. Ich glaube, die hat reingehauen. Gucken wir uns mal an. Ja. Das war sehr gut. Also mit VR müssen wir auf jeden Fall kabellos in die Zukunft, weil das stört echt extrem. Besonders bei solchen Spielen hier. Hauen die ab in den nächsten Raum hier, oder was? In den vorherigen Raum, ja gesagt. Ah, da haben wir eine Granate, ist gut. So, jetzt holen wir uns nochmal kurz Gesundheit. Und dann geht's weiter. Minuten spielen wir schon, mir kommt irgendwie länger vor. Oder erst. Oh. Oh, man merkt, es ist extrem hektisch, das Spiel, aber macht trotzdem Spaß. Das ist echt mal was anderes. Wo seid ihr? Ah, sie sind abgehauen alle. Okay. Ich dränge die mal zurück so ein bisschen. Wenn die sich überhaupt zurückdrängen lassen. Boah, ich habe nicht mehr viel Energie. Alter! Komm! Ich brauche Gesundheit. Ach, die kommen hier von beiden Seiten, okay? Gucken wir mal, was da ist.
Ich brauche unbedingt Gesundheit. So, also da war richtig, aber gut, dass wir nochmal nachgeguckt haben, dass wir diese Kristalle da kriegen. Die kommen immer so unverhofft von der Ecke, ey. Ja, schweig, Junge. Boah, hier sehe ich vor lauter Leuchten gar nichts. Der geht da so cool zurück. So, jetzt müssen wir uns um das Ding an der Decke kümmern. So, wir gehen jetzt erstmal durch hier, wenn das jetzt weg ist. Das ist ja schlimm, man sieht ja gar nichts. Schnell down. Oh, hier ist noch so ein Kristall. Oh. Komm. Laser Sight. Sind wir da. High score. Auf Platz 45 sind wir. Failure. Subject is waking. Inject increased dose. Oh ja, Schwierigkeitsgrad. Repeat experiment. Okay, wird auch immer schwerer. Welcome, Supervisor. Akmaya S, a company that manufactures everything in space, wishes you another great. Ja, jetzt fängt das Ganze nochmal von vorne an. Oh. So. Ja, das war VR Shooter Guns. Ich finde echt geniales Spiel, macht Spaß. Ich bin ins Schwitzen gekommen auf jeden Fall. Und ja, diesen Highscore zu knacken und mit anderen Spielern dann ein bisschen so in einen Wettkampf zu treten, ist echt cool, finde ich. Und ich werde es auf jeden Fall nochmal spielen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch gefallen hat, wie immer, Daumen nach oben. Wenn noch kein Abo gegeben habt, haut bitte auch ein Abo-Button, wäre nice. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.